Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin euer Genixor und heute spielen wir Trons of Liberty, was vor kurzem in der Beta verfügbar war. In diesem Video gehe ich erstmal nur auf die erste Mission und den umfangreichen Charaktereditor, der echt gut geworden ist, eingehen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und wir hören uns später wieder. Let's go! Und es geht los! Geil, schaut euch das mal an, die zwei Charaktere allein sprechen schon für sich, oder? Männlein und Weiblein, logischerweise. Sieht schon mal sehr ansprechend aus, wie ich finde. Und wir schauen gleich mal, was wir dann im Detail finden können. Hier haben wir noch dann die... Sehen wir schon das Menü. Jetzt gehen wir in die Gesichtsform. Schauen uns mal die Frisur an, was für mich persönlich am wichtigsten ist in so einem Editor meistens. Und die Farbgebung. Wie ihr schon seht, sehr schöne Farben. Und auch mit verschiedensten Frisuren, gerade für die Frau ist es am wichtigsten. Oder für einen weiblichen Charakter, sagen wir es immer so. Auch ein bisschen so Asien-Style mit reingebracht und auch normale Frisuren. Eigentlich sehr gut gelungen, aber man kennt sie ja fast wie so von dem Vibe von New World and Go. Aber irgendwie schöner gemacht. Ein typisches Drop-Down-Menü so. Jetzt gehen wir zu den Frisuren. Also oben waren die Voreinstellungen, dass ihr es nochmal seht. Jetzt habe ich es nochmal zur Seite gemacht, dass man auch mal macht, dass ich auch richtig sehe, wie das von hinten aussieht. Und ihr natürlich auch. Noch sehr gut gelungene Frisuren, freut mich. Macht schon irgendwie so einen Pluspunkt und Bock mehr auf das Spiel, wenn der Charakter schon ordentlich aussieht. Ich und Frisur bei Weibern, na, ganz schlechtes Thema, es dauert ewig. Also ich glaube, wenn ich ein Weib wäre, ich wäre down beim Friseur. Alleine, dass meine Haare geil aussehen oder gut. Und gute Schnittdarm, Farbe und so weiter. Also ich könnte das als Weib nicht, auch wenn das, wenn ich ausgewaschene Haarfarbe hätte oder irgendwie die Haare nicht ordentlich geschnitten sind oder so. Und sehr splissig und so weiter. Ja. Manchmal bin ich schon ein bisschen leicht in der Hinsicht. Na gut, gehen wir mal ein bisschen näher ins Gesicht. Ah, okay, das ist die Haarfarbe. Das sind jetzt aber nur die Empfohlenen, wie ihr seht. Und jetzt, das ist das Geilste, was ich auch so geil finde in dem Spiel, was ich bis jetzt hier mitkriege. Ihr könnt sogar jetzt im Farbrad selber euch aussuchen, welche Farbe, hell, also vom Farbton her, auch von Helligkeit, wie ihr seht. Und natürlich könnt ihr innen drin dann auch nochmal das nochmal genauer anpassen mit dem Rad. Wunderschönes dunkles Rot. Gezeigt in den ganzen Frisuren. Na, welche nehme ich da wieder? Eine geiler als die andere. Weil irgendwie mit langen Haaren irgendwas brauche ich da am besten. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. So, jetzt gehen wir mal vom Rot weg. Oh, das sieht doch sehr ansprechend schon aus mit der Frisur und der Farbe. Oder was sagt ihr? Lasst mir doch mal in den Kommentaren wissen, welche Haarfarben findet ihr gut? Oder welche Frisur hättet ihr mit welcher Farbe genommen? Oder habt ihr sogar genommen, falls ihr auch spielen konntet? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich meine, klar, jedes Tierchen hat sein Pläsierchen und jeder steht auf einer anderen Farbe und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wir können uns ja mal so einen kleinen Talk machen, was euch am meisten gefällt oder angesprochen hat. Also, was ich da sehe, gefällt mir schon sehr gut. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch verändern können. Ah, das ist praktisch wie so Highlights oder sowas, ja. Und dann hat natürlich noch die Deckkraft davon. Ey. Jetzt wird's ja richtig wild, seht ihr das? Okay. Das ist natürlich nochmal eine andere Ebene dann. Wenn sie es endlich mal geschafft haben, dass man auch ordentliche Highlights machen kann. Und dass die nicht so künstlich aussehen. Das gefällt mir schon mal sehr gut für meine Dame da. Da habt ihr natürlich auch nochmal bei einem großen Fahrrad, ihr wisst, was ich meine. Ich werde dieses auch nicht rausschneiden, für die denken, ich schneide es raus. Nein, ich lasse es einfach drin. So.
Ach, Tilgi, du kommst wieder nicht klar und willst nochmal rumgucken in der Farbe. Was treiben schon eine wunderhübsche Farbe für die Damen. Aber nur nochmal für euch jetzt hier, dass ihr es auch nochmal seht, dass ihr gerne zum Beispiel die roten Highlights mit voller Deckkraft und dann nochmal. Ab wann das dann zum Beispiel beginnen soll, natürlich Deckkraft jetzt nochmal, wie ihr gerade seht. Hätte auch was, aber irgendwie das davor hat mir irgendwie mehr gefallen. Jetzt wie ihr seht, habe ich da natürlich jetzt so einen kleinen Blaustich noch mit reingemacht. Und jetzt dürften wir eigentlich mit der Frisur durch sein, also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ja. Jetzt geht Onkel Shiggy doch nochmal in die Frisur. Shiggy ist wählerisch, was meine Frisur angeht. Sieht auch ganz nett aus, ja. Ich weiß nicht, ob das mit dem Wellen irgendwie standet, irgendwie sah irgendwie lebendiger aus und irgendwie fetziger. Ich glaube, jetzt nehmen die. Ah. Jetzt schauen wir uns natürlich noch die Gesichter an, Gesichtsform. Natürlich, Gott sei Dank, eine etwas größere Auswahl. Ja, die guckt schön grimmig. Hat schöne volle Lippen. Nicht übertrieben. Ah, die nehmen wir. Hm? Sieht auch gut aus. Natürlich müssen wir auch ein bisschen die Körperform noch ein bisschen anpassen, dass es nicht so einheitsmäßig rüberkommt. Was natürlich nicht fehlen darf, sind die Ohren. Ich nehme natürlich standardmäßig, logischerweise wie immer, meine Spitzenohren. Meine Elfenohren würde man jetzt vielleicht sagen. Oder Orkohren. Vampirohren, wie man es auch immer nennen will. Sind wir in den Voreinstellungen drin von dem Gesichtsschmuck bzw. ja, nichts da tun an der Mann ist auch mal früher. Das ist nicht so mein Fall. Hm. Nein, ich komme mal zu Frisuren. Ja, natürlich Schminke ist auch wichtig. Okay, das sind die Lippen. Ah, okay, okay. Und jetzt brauchen wir den passenden Farbton dazu. Nee, nee. Passt überhaupt nicht dazu. Irgendwie finde ich gerade nicht die richtige Farbe. Es kommt schon dem näher, was ich suche, aber auch noch nicht. Das ist mir noch zu hell. Das ist so ähnlich wie die Haarfarbe. So ein bisschen einheitlich. Oh ja, das kommt irgendwie mehr. Genau, ich glaube, das werde ich nehmen. Das sieht gut aus. Genau, noch ein bisschen Lust drauf, dass es nicht zu übertrieben aussieht. Sieht auch gut aus. Wangen und Make-up, Augenfarbe. Sind wir nochmal wieder bei Tattoos? Aber wie gesagt, das ist eigentlich überhaupt nichts für mich so. Das muss schon irgendwie cool aussehen und zu dem Charakter passen irgendwie. Aber die taugen mir überhaupt nichts. Aber gut, das ist ja erstmal nur für die Bäder was verfügbar. Es ist schon eine Menge für eine Bäder. Was man gestalten kann bei seinem Charakter. Sorry, jetzt habe ich noch mal den Lied von. Ja. Das kommt dem Ziel schon etwas näher. Jetzt sind wir wieder beim Körperdetails, die ich natürlich jetzt noch anpassen will. So, noch ein bisschen die Hose noch ein bisschen anpassen. Ja, sieht schon so besser aus. Jetzt den Oberkörper. Doch nicht. Beim Unterkörper auf jeden Fall noch, ja.
Die Waden müssen natürlich noch ein bisschen stärker sein. Also, im Großen und Ganzen gefällt es mir so. Ja, irgendwie beim Unterkörper muss ich nur was beim Becken korrigieren. Das ist aber auch mühselig, ja, wenn man so eine gewisse Vorstellung hat, ne, und will nicht so alles wie die anderen vielleicht haben, standardmäßig, und will so ein bisschen die Frau sich selber so oder den Mann, je nachdem, was hier spielt. Natürlich bei den Männern muss er meistens vielleicht groß und muskulös, ne, und mit Bart und Haaren, ne, verständlich, ne. Ich sag's immer schön, ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel, oder wie das wie? Deswegen so, ein Mann ohne Bart ist kein Bart. Fail. Nein, wie ihr merkt, das ist wirklich zu heiß gerade hier bei der Aufnahme. Shidi steigt zum Schopf, zu Kopf. Aber ich hoffe, ihr könnt das verknapsen. Nein, ich meine natürlich, ein Mann ohne Bart ist kein Mann. So meine ich es natürlich. Wir brauchen definitiv mehr Bärte. So, ich bin fertig, wie ihr seht. Wenn nicht, lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr euren Charakter gemacht hättet oder gemacht habt, wenn ihr es gespielt habt. Und lasst uns jetzt in das Game reinschauen, in die erste Einführungsmission. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir hören uns gleich nochmal. Let's go! Well done.
that feeble child has grown so well. You have a special star fragment within you. A power with infinite possibilities. But beware, as there are dark beings who are after that power. You must control the star fragment's power. Do not be consumed by the darkness. Und wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der ersten Mission von Tron Liberty, um in die Welt einzusteigen und natürlich um den wunderschönen Charaktereditor. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like oder einen Kommi da. Wir sehen uns beim nächsten Video. In diesem Sinne, euer Jigsaw.